Oh, ist das schön, die Sonne lacht über Hamburg am strahlend blauen Himmel. Alle sind absolut glücklich, laufen Hand in Hand, freudestrahlend durch die Gegend, mit ihrer rosaroten Brille auf, Friede, Freude, Eierkuchen in ganz Hamburg. Und das nur, weil unser Flügelflitzer vom HSV, nämlich der Spieler Bakariata, weiterhin Bakariata heißen darf, kann, soll, muss und ja, naja gut, fast alle sind glücklich. Ja, was ist denn überhaupt passiert? Kurze Rückblende. Anfang August 2019 begann eine regelrechte Hetzkampagne gegen den Spieler Bakariata vom HSV, ausgelöst, ja, wer mag es anders denken? Natürlich vom Axel Springer Verlag, nämlich deren ja Käseblatt, Schmierblatt, wie auch immer, die Sportbild. Die hat Anfang August nämlich die Identität von Jatta angezweifelt und hat gesagt, Mensch, das könnte auch Bakary Dafé heißen. Oder der könnte auch Bakary Dafé heißen. Und er hat auch ein ganz anderes Alter und so weiter. Und da passt irgendwas nicht. Und haben damit einen riesen Stein ins Rollen gebracht, der wirklich eine absolute Katastrophe losgelöst hat. Jetzt hat das Bezirksamt Hamburg-Mitte, was dann natürlich offiziell Ermittlungen aufgenommen hat in der Sache, na, ist er wirklich er? Und so weiter und so fort, Ermittlungen aufgenommen und ja, mussten die Ermittlungen jetzt wieder einstellen und hat auch ganz klar gesagt, er heißt Jatta, fertig, Ende Gelände. Behördlich gesehen sind diese ganzen Ermittlungen eingestellt worden. In der Zwischenzeit haben aber Vereine, die gegen den HSV verloren haben, auf dem Rasen nochmal versucht, auf ganz perfide Art und Weise noch an die Punkte ranzukommen über den grünen Tisch beim Deutschen Fußballbund, kurz DFB, und haben Einspruch gegen die Spielwertung der Niederlagen eingelegt. Diese sind Nürnberg, Bochum und Karlsruhe. Wurde auch ganz groß thematisiert. Alles ist voll, das ganze Internet ist damit voll, im Fernsehen lief das, überall in den Zeitungen stand das, alles. Und jetzt, wo das Bezirksamt Hamburg-Mitte die Ermittlungen eingestellt hat, haben auch diese Vereine ihre Einsprüche offiziell zurückgezogen. Ja, soll man jetzt Danke sagen nach Nürnberg, Bochum, Karlsruhe, aber gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Den Image-Schaden, den müsst ihr erstmal verknusen die nächsten Jahre. Aber jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, alle Ermittlungen sind eingestellt, alle Einsprüche wurden zurückgezogen, alles ist schick, alles ist toll und Bakariata darf weiterhin Bakariata heißen. Oh Mann, Dankeschön an wen auch immer. Und jetzt könnte man davon ausgehen, dass wirklich alles toll ist und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber zu diesem ganzen Topf, der da auf dieser Herdplatte stand und angefangen hat zu kochen, zu glühen, der ganze Topf, ja, wurde noch ein passender Deckel draufgelegt, wo komischerweise die Medien gar nicht so drauf eingegangen sind. Deswegen tue ich das an dieser Stelle. Nämlich die AfD im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel hat eine Facebook-Seite und hat am 29. August 2019 zwei Beiträge veröffentlicht. Drei Blätter, zwei Beiträge. Nein, nein, das sind nicht lange Beiträge, dass man das auf mehrere Blätter drucken musste. Nein, nein, einen Beitrag haben sie zwei Stunden nach Veröffentlichung nochmal schnell geändert und angepasst. Und diese möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also, der erste Beitrag von der AfD im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel. Im Fall Jatta ist die Faktenlage eindeutig. Der Mann hat offensichtlich falsche Angaben gemacht, genauso wie 100.000 andere illegal Einreisende auch. Weil das aber nicht in die PR-Story vom Flüchtling und Straßenfußballer passt, verweisen der HSV und seine medialen Hilfstruppen immer wieder auf einen gültigen Pass aus Gambia. Das ist ein weiteres schönes Beispiel für die grenzenlose Naivität deutscher Gutmenschen. In Gambia bekomme ich für ein paar Dollar und mit den richtigen Freunden einen Pass, der einem bescheinigt, Dagobert Duck zu sein. Ja, dann kam der nächste Beitrag, jetzt muss ich gucken, genau 10 Stunden später. Gut möglich, dass die neuen Aussagen aus Gambia mittlerweile ein paar generöse Western Union Transfers aus Hamburg nach Wunsch zurechtgebogen werden. Punkt, Punkt, Punkt. Und dieser Beitrag wurde dann halt eben 2 Stunden später nochmal aktualisiert, bearbeitet, editiert, wie auch immer.
Ich lese sie nochmal ganz vor. Gut möglich, dass die neuen Aussagen aus Gambia mittlerweile mit einem paar generösen Western Union Transfers aus Hamburg nach Wunsch zurechtgebogen werden. Laut Hamburger Abendblatt gibt es mittlerweile einen lebhaften Markt für Zeugenaussagen in dem Fall. Und wer sich wundert, warum hier so viele Hasskommentare stehen. Der Beitrag wurde auf der Seite HSV-Fans gegen rechts geteilt und dort ist man bekanntlich der Ansicht, Ehrlichkeit und Gesetzestreue sind egal, solange jemand schwarz ist und gut Fußball spielen kann. Das ist im Prinzip Rassismus, nur andersherum. Bevor wir mal auf die Texte eingehen, möchte ich einfach hier nur mal ganz exklusiv euch mitteilen, dass ich mich selbstverständlich mit einem AfD-Mitglied des Bezirks Hamburg-Eimsbüttel unterhalten habe, der auch tatsächlich vor die Kamera gekommen ist, um im Fall Jatta und noch viele andere Sachen etwas zu sagen. Schaut mal hier. Moin, Herr Ebbels, schön, dass Sie da sind. Was heißt hier moin? Ist das schon wieder irgendeine Rasse oder was? Das kann doch nicht wahr sein, oder was? Ich hau dir gleich auf die... Nein, bleiben Sie ruhig, Herr Ebbels, bleiben Sie ganz ruhig. Moin ist einfach nur eine Begrüßungsform, nichts Schlimmes. Ja, dann ist ja gut. Ja, wollen wir mal loslegen hier? Ja, Sie müssten aber erstmal vorher bitte ins Bild kommen, so geht das nicht. Ein Videointerview können wir natürlich nur vor der Kamera führen. Ja, stimmt. Ja, okay. Sie wissen aber, was Sie noch sagen müssen, ne? Also, Sie kennen Sie Fragen noch, oder? Ja, natürlich kenne ich die Fragen, Mann. Aber nicht wahr sein. Hey, diese scheiß nervigen YouTuber hier, ist doch nicht normal oder was hier? Oh, guten Tag, mein Name ist Josefko Braun Ebbels und ich bin Fraktionsmitglied der AfD im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel. Wir haben vor einigen Tagen ein paar Beiträge verfasst auf unserer Facebook-Seite. Da geht es halt eben um Bakary Jatta, der HSV-Spieler. Es hat sich halt herausgestellt, dass er wirklich Jatta heißt und wir glauben, das ist ja ein absoluter Putschversuch vom Bezirksamt Hamburg-Mitte. Das ist alles nicht normal und wir haben uns da schon zu Wort gemeldet und das kann ja auch nicht sein, ne, dass deutsche Fußballplätze mit Nichtdeutschen besetzt werden und die da spielen. Das ist ja schon fast so schlimm wie ja, auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Da kann ich euch von einem Erlebnis erzählen, das hatte ich letztens im Jobcenter. Ihr müsst euch vorstellen, ich gehe ins Jobcenter, will meinen Scheck abholen hier, HS4 und so, ne? Und gehe ich da rein und alles voller Ausländer da. Das kann ich euch sagen, alles voller Ausländer. Unfreundlich waren die. Unfreundlich ohne Ende. Es ist unglaublich. Insbesondere mein Sachbearbeiter. Ich glaube aber, dass der das irgendwie mal gelernt hat. Ich weiß das nicht, aber die waren so unfreundlich. Die haben die ganze Zeit immer nur... Ich kann das nicht nachmachen hier. Ich kann das einfach nicht nachmachen. Die haben nur gelächelt, da haben sie. Ja, und wollen dann einen auch freundlich machen. Und das finde ich sehr unfreundlich. Insbesondere, weil die nehmen uns ja auch unsere Arbeitsplätze weg. Ja, gut, ich habe zwar keinen Schulabschluss, habe auch nie was gelernt, aber trotzdem hat er meinen Arbeitsplatz da. Und was gibt der mir denn eigentlich den Scheck da jeden Monat? Das ist doch nicht normal, oder? Naja, gut, zwischenzeitlich hatte ich dann noch so Lebensmittelmarken, ne? Weil ich in bestimmten Sachen nicht nachgekommen bin. Da sollte ich für irgendeinen Ausländer arbeiten. Aber gut, das ist auch eine andere Sache. Aber hier wegen dem Jadda, ne? Also wie schon gesagt, das kann überhaupt nicht angehen, dass so jemand hier in Deutschland überhaupt Fußball spielen darf. Deutschland, da muss man sich mal vorstellen. Deutschland, da müssen Deutsche spielen. Das ist genau wie mit der Nationalmannschaft. Gucken Sie sich die Nationalmannschaften mal an, doch. Das ist doch nicht mehr normal. Ne? Oder unsere Nationalmannschaft. Ja, die meisten davon sind gar nicht deutsch. Warum spielen die überhaupt für Deutschland? Was soll eigentlich dieser Scheiß hier? Das ist alles nicht mehr normal. Und dann haben wir uns halt eben überlegt, naja, am 29. August wird jetzt offiziell zurückgepostet bei Facebook. Und dann haben wir halt eben was geschrieben über den Jatta und ja, haben dann halt eben nochmal hier erwähnt, HSV gegen rechts, dass unsere Beiträge und alles da geteilt worden sind. Und dann haben wir auch angefangen, Kommentare zu löschen, ne? Weil... Also Meinungsfreiheit ist ja in Ordnung. Ne? Wenn wir unsere Meinung kundtun und sagen hier und halt eben welche verfassungskonforme Beiträge posten über halt eben so ein Spieler da, so ein Fußballer, dann kann das ja nicht sein, dass andere da irgendwelche Kommentare reinschreiben da unter unserem Beitrag und dann sagen hier, was soll das? Was macht ihr denn da eigentlich? Da haben wir natürlich eingegriffen, das ist natürlich nicht von der Meinungsfreiheit gedeckelt. Das ist natürlich ganz klar, ne? Weil
die meisten davon waren halt eben, ja, gegen rechts halt, ne, und ja, das ist halt eben so ein Ding, ne, das, da müssen wir halt eben schon mal gucken, wie wir das machen, also da muss auch der Gesetzgeber ganz klar gefragt und gefordert werden, dass man da die Meinungsfreiheit halt eben, alles, was nicht rechts ist, das muss man halt eben einschränken, das ist nun mal so, ne, wenn man sich so mal an schöne Zeiten von damals zurückerinnert, aber das ist ja auch alles vorbei, aber wir sind halt eben eine demokratisch gewählte Partei und alles, was wir von uns geben, ist natürlich auch demokratisch in Ordnung so, ne. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll, außer dass der Jadda, der nimmt einen den Arbeitsplatz. Hier, gucken Sie mich doch mal an hier. Ne, ich könnte perfekt hier, gucken Sie mich mal an von meiner Statur her hier. Ne, das juckt auch immer hier am Bauch so ein bisschen. Von der Statur her, ne, könnte ich viel besser das machen wie er. Das ist so, ne, wie er, nicht als er. Ne, das ist übrigens die neue deutsche Rechtschreibung. Ja, ich könnte das halt eben viel besser wie er. Und ich würde auch nur Tore schießen. Jedes Spiel würde ich Tore schießen. Wenn ich mir angucke, wie der da manchmal über den Platz stolpert, ist doch nicht normal. Was. Da haben wir ganz klar gesehen, dass das ein Trophäe ist. Ja? Ein Jadda, der wäre da so gar nicht über den Platz gestolpert und so. Ne? Und ich habe es auch an seinen Haaren gesehen. Haben Sie das mal gesehen, diese eine Zottel, die da zur Seite hängt? Ne? Ich meine, wir haben natürlich eine schön arische Frisur. Aber er hat ja keine arische Frisur. Er hat ja da so komische Zotteln da auf dem Kopf. Ne? Und haben Sie diese eine Zottel gesehen, wie die absteht? Und das ist bei dem Dafé, ne, der irgendwo da bei der FIFA in irgendeinem System drin ist und der ja nicht mehr auffindbar ist, ne, das ist ja das größte Indiz, hat man halt eben gesehen, dass diese Strähne so ein bisschen versetzt ist. So, ne. Und deswegen kann das gar nicht der Jadda gewesen sein. Das kann ich Ihnen so schon sagen. Da sind wir uns auch alle einig. Das haben wir beim Bierabend, ich meine natürlich bei einer Fraktionssitzung, haben wir das Thema ausreichend geklärt. So. Und die letzten beiden, die halt eben noch nüchtern, ich meine natürlich noch aufnahmefähig waren nach unseren ganzen Besprechungen, ja, die haben ganz klar gesagt, dass mit der Strähne da oben, mit diesen Zotteln, die da vom Schädel runterhängen, da, bei dem einen Zottel, da wusste ich sofort, das ist ein Dafé. Das auch noch bevor die Sportbild darüber berichtet hat, wusste ich schon, das ist ein Dafé, das ist kein Jadda, das ist ein Dafé, das hat man sofort gesehen an seinen Haaren da. Und das kann auch wohl nicht wahr sein, oder was? Das ist ja auch gar nicht aerodynamisch. Ne? Also für so einen Verein wie den HSV ist das ja auch wichtig, wenn man gut spielt. Ne? Und wenn er nicht aerodynamisch ist da oben, so ich bin zum Beispiel sehr aerodynamisch. Ich kann immer links rum gegen den Wind laufen, ne? Und ich bleibe nirgendwo hängen und kann meine volle Geschwindigkeit halt eben ausnutzen. Und das kann der Bengel doch gar nicht da. Also weiß ja auch gar keiner, wie er heißt. Ne? Deswegen haben wir auch gesagt, so mit ein paar Western Union Transfers oder so nach Afrika rüber, da, nach Gambia, ne? Dass dann halt eben, ja, Spieler, dann heißen sie halt eben Dagobert Duck, ne? Und dann, das ist halt eben so. So, vielleicht heißt er ja auch gar nicht Bagger Jadda. Vielleicht ist das ja auch irgendwie Manuel Neuer oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Wir bleiben bei dem Standpunkt, es ist kein Jadda. Egal, ob die Behörden das Ganze jetzt so, ja, ich sag mal, bestätigt haben, das ist auch alles, das sind Intrigen. Naja, Sie wissen, was ich meine. Und auf jeden Fall, das ist alles nicht mehr normal. Das wird behördlich, wird das Ganze hier unterstützt. Dass man hier schon wieder Flüchtlinge und sowas, ja, das geht einfach nicht. Ja. Mir fehlen da einfach die Worte, verstehen Sie? Aber wir werden es auf unserer nächsten Fraktionssitzung, werden wir das Thema nochmal besprechen. Ja, weil wir sind auch einfach die Einzigen mit dem Axel Sprenger Verlag. Ne? Das sind noch die anderen, ne? Mit denen verstehen wir uns auch echt gut. Ne? Die haben ja auch halt eben irgend so ein wildes, ich meine natürlich, Indiz, ich meine, ja, Moment, warten Sie mal. Ich muss auch kurz überlegen hier, was ich sagen wollte. Beweise aufgeführt haben, dass Jadda halt eben nicht Jadda ist. So, ne? Und die waren ja auch denn da in Afrika und so und dann hat er so ein Medizinmann, ist da so ums Feuer getanzt da, und dann hat es angefangen zu regnen und das ist ja nun auch der größte Beweis, dass Jadda nicht Jadda heißt. Aber wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran und denken Sie mal dran, ne, die AfD, Bezirk Hamburg Einsbüttel, ist ihre demokratische Partei für Deutschland und die Alternative für Deutschland. Und wir stehen natürlich immer für sie bereit und wollen natürlich auch immer ja, für Zucht und Ordnung sorgen. Naja, wie auch immer, der Jadda ist auf jeden Fall nicht der Jadda. Da ist es egal, was alle anderen sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, gute Nacht, wie auch immer. Ich stehe auch meistens erst um 12 auf, ne? Und dann muss ich erstmal eine Hülse aufmachen, um überhaupt gut in den Tag reinzukommen. Aber in diesem Sinne, Heilgräser wachsen manchmal ein bisschen höher. Ne? So, ich bin raus hier. Mein Bauch juckt auch schon wieder hier ein bisschen.
Alles nicht mehr normal hier mit den Ausländern, doch. Muss ich auf dieses Gespräch weiter noch mal eingehen? Ich glaube nicht, ne? Aber worauf ich gerne mal näher eingehen möchte, sind diese Beiträge. Wir gucken uns die noch mal ganz genau an. Im Fall Jatta ist die Faktenlage eindeutig. Punkt. Der erste Satz von dem ersten Beitrag vom 29. August sagt schon mal komplett aus, ganz klar und deutlich, die Faktenlage ist eindeutig. Ja? Das heißt, die AfD im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel sagt hier ganz klar, öffentlich auf deren Facebook-Seite, ja, es ist eindeutig, dass er seine Identität verschleiert. Punkt, Ende. Das ist natürlich ein ganz krasses Ding, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Faktenlage war am 29.08., muss man einfach sagen, aufgrund der laufenden Ermittlungen überhaupt nicht eindeutig. Jetzt sind die Ermittlungen eingestellt worden, jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Aber zu diesem Zeitpunkt zu behaupten, die Faktenlage ist eindeutig, ja, egal ob jetzt in die Richtung oder in die Richtung, ob er jetzt eine falsche Identität hat oder seine Identität wurde bestätigt, dass er Bakariata heißt, was in diesem Zusammenhang ja gar nicht sein kann. Also ist es vollkommen egal. Das ist eine ganz klare Aussage. Das ist eine ganz klare Aussage, die öffentlich getätigt wird von einer demokratisch gewählten Partei, die ganz klar Stellung dazu bezieht und im Endeffekt mit diesem einen Satz, mit diesen paar Worten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Worte, im Endeffekt sagt, nein, er heißt nicht Jatta, Punkt, Ende. Das ist eine ganz klare Aussage, das ist eine Unterstellung, das ist eine Behauptung. Im nächsten Satz, nach dem Punkt beginnt denn, der Mann hat offensichtlich falsche Angaben gemacht, Komma. Alles, was dahinter steht, ist erstmal egal. Also, die Faktenlage ist eindeutig, der Mann hat offensichtlich falsche Angaben gemacht. Ihr müsst euch mal entscheiden. So, genauso wie 100.000 andere illegale Einreisende auch, lassen wir mal so stehen, weil das aber nicht in die PR-Story vom Flüchtling und Straßenfußballer passt, verweisen der HSV und seine medialen Hilfstruppen immer wieder auf einen gültigen Pass aus Gambia. Ja, zu diesen medialen Hilfstruppen zähle ich mich einfach mal mit dazu und ich vermute auch, ich werde da auch gemeint, weil ich habe dieses Thema rund um Jatta ja nun schon in einigen Videos öffentlich thematisiert. Meine Reichweite von fast 10 Millionen Aufrufen hier bei YouTube mit fast 25.000 Abonnenten alleine die HSV-Fans sind, ist natürlich schon eine mediale Reichweite und ja, mediale Hilfstruppen, okay, gut. Wenn das denn so ist oder so sein soll, dann bin ich gerne eine mediale Hilfstruppe, ne? Weil die Zeitung, ne, bis auf die Hamburger Morgenpost, die sich klar dazu geäußert hat und gesagt hat, nein, wir halten uns aus dieser ganzen Debatte, aus dieser ganzen Thematik, halten wir uns komplett raus, ja, ist es so, dass wirklich alle anderen auf Bakariata rumgeprügelt haben, von vorne bis hinten. Und das, meine herzallerliebste Medienlandschaft in Deutschland, ist ein absolutes Armutszeugnis und bewegt einen wirklich nur noch zum Fremdschämen. Es ist wirklich ein Skandal sondergleichen, was hier mit einem jungen Mann gemacht worden ist, der 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, Fußballprofi geworden ist, stellenweise monatlich mehr Geld verdient wie wir im gesamten Jahr. Ja, das muss man mal dazu sagen. Und hier 4 Wochen lang durch die Medienlandschaft zerrissen wurde. In hetzerischen Kampagnen und so weiter. Angeführt durch dieses Käseblatt Sportbild, die auf Grundlage irgendwelcher aus den Fingern gesaugten Indizien, ja, eine Hetzkampagne losgetreten haben. Und eine Partei hier aus Deutschland, eine demokratisch gewählte Partei, Husa, auf diesen Zug aufspringt und nochmal richtig einen raushaut. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist ein junger Mann mit Anfang 20. Ja, ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt, wenn ihr schon älter seid, mit Anfang 20. Ja, wie sensibel ihr vielleicht noch gewesen seid. Gerade von zu Hause weg und so weiter. Und ihr habt alle nicht diese ganzen Umstände gehabt, wie es Bakariata hatte, als er als Flüchtling hier nach Deutschland gekommen ist. Das muss man noch dazu sagen. Ihr kommt eventuell noch aus vernünftigen Elternhäusern, ja, oder aus gesitteten Umgebungen, wie man so schön sagt. Na gut, die halte ich jetzt mal in Klammern da, den Laden. Und wie hättet ihr euch gefühlt? Ja, ich weiß, hätte der Hund in den Wald geschissen, hätte er keine Hasen gefangen. Aber wie hättet ihr euch gefühlt? Versucht euch da mal reinzuversetzen, wenn ihr überhaupt in der Lage dazu seid. Wie hättet ihr euch gefühlt, wenn sowas mit euch oder einem eurer Angehörigen gemacht worden wäre? Ständig Seite 1 irgendwo im Sportteil oder auch so, ne? Wie Sportbild auf Seite 1. Mit irgendwelchen fadenscheinigen Vorwürfen, Indizien, irgendwelche aus dem Finger gesaugten Sachen. Ja, und ihr müsst das immer wieder lesen und ihr steht machtlos davor. Und dann passieren noch solche Sachen wie in Karlsruhe, dass derjenige noch ausgepfiffen wird.
in einem Spiel von Tausenden von Leuten. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Ja? Und jetzt mit einmal, alle Ermittlungen werden eingestellt und dann heißt das Friede, Freude, Eierkuchen oder was? Ist das euer Ernst? Und gerade hier dieser Laden, hier die AfD, hier im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel. Sind diese Beiträge wirklich von euer Ernst oder was? Ich habe mal bei euch reingeguckt, man macht sich ja auch erstmal vorher ein Bild, ne, mit wem man zu tun hat, ja, wenn man irgendwie was thematisiert oder sowas. Und bei euch sind Juristen mit drin. Ihr solltet euch was schämen. Ihr solltet euch wirklich was schämen. Das ist wirklich unter aller Sau. Das ist erniedrigend. Das ist entwürdigend einem Menschen gegenüber. Das ist eine regelrechte Hetzkampagne. Eure Texte hier, ja, waren noch nicht mal fertig hier, die auseinanderzunehmen. Aber hier mit medialen Hilfstruppen, da kann ich eigentlich schon aufhören, ja. Gültiger Pass aus Gambia und dann hier mit ein paar Dollars, dann heißt man Dagobert Duck. Ne? Dann dieses andere Ding hier. Gut möglich, dass die neuen Aussagen aus Gambia mittlerweile mit ein paar generösen Western Union Transfers aus Hamburg nach Wunsch zurückgebogen werden. Ihr nehmt natürlich Bezug, weil ihr verlinkt ja einen Artikel, nämlich einen Artikel von Sport1.de, HSV, Fall Bakariyata bringt neue Widersprüche. Ja, aber Widersprüche, dass er nämlich Bakariyata heißt. Und ihr behauptet einfach, na gut möglich, dass da ein bisschen Geld geflossen ist, damit man dann halt eben diese neuen Widersprüche, ja, hervorruft mit Kohle, damit man diese ganzen Ermittlungen da stört oder wie ist das gemeint? Ich nehme einfach mal an, ich gehe auch davon aus und ich unterstelle euch einfach, dass ihr das so meint, weil so schreibt ihr das schlussendlich. Und dann natürlich dieser editierte Text, ne? Und wer sich wundert, warum hier so viele Hasskommentare stehen. Hass, ihr redet von Hasskommentaren. Ihr oder schreibt von Hass, ihr schreibt über Hasskommentare, weil euer Artikel hier auf der Seite HSV-Fans gegen rechts geteilt worden ist. Und die sich natürlich bei euch in den Kommentaren niedergelassen haben und gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Was schreibt ihr da eigentlich für einen Wahnsinn? Ne, habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Erkrankung in den Fingern, dass ihr da wild auf der Tastatur rumklimpert und dass deswegen da sowas entsteht oder was? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, neben der ganzen Satire, ne, ich bin Satiriker. So, und ich bin ja nun auch ein recht bekannter HSV-Satiriker. Aber hier drinne, muss ich euch ganz ehrlich sagen, bis auf hier eben gerade, ne, dieser Josefko Braun Ebbels, ja, das ist alles Satire. Ernst, Leute, das hier kann man schon eigentlich gar nicht mehr satirisch nehmen. Ich habe es versucht, ihr habt es gerade gesehen. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, interessiert euch ja eh ein Dreck. Weil das interessiert euch ein Dreck. So wie ihr da schreibt, so abwertend, wie ihr über einen Menschen schreibt, der jetzt in der Psyche aufgrund dieser ganzen Scheißberichterstattung über ihn und durch dieses ganze Zerreißen über ihn in den Medien, jetzt eine Narbe in der Seele hat, ja, aber nicht nur er, sondern auch seine Angehörigen und so weiter, ja, der ganze HSV, alle sind sie geschwächt und alle sind sie auch geschädigt worden durch diesen ganzen aus den Finger herbeigesaugten Sachen. Und da möchte ich euch eins mal sagen, ich bin HSV-Fan seit 25 Jahren, ich liebe diesen Verein, ich eifere diesem hinterher, aber seit 15 Jahren arbeite ich in so einem Bereich hier, nämlich im Rettungsdienst, ja, ich helfe Menschen, ich werde alarmiert. Da ist es vollkommen egal, welche ethischen Hintergründe, egal aus welchem Land, egal welche Nationalität, welche Religion, welcher Glauben, alles, das ist vollkommen Banane. Wenn jemand in Not ist, dann fahre ich hin und helfe und wisst ihr auch warum? Nicht nur beruflich mache ich das so, auch wenn ich mich privat unterwegs bewege und ich sehe irgendetwas, was mir auffällt, ja, dann lebe ich nämlich nach dem Motto, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Hinschauen anstatt wegsehen. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor, den wir brauchen in unserer Gesellschaft. Im Übrigen, auf den ihr, liebe AfD, ja auch immer gerne mal verweist. Ja? Eure ganzen medialen Auftritte, sei es bei irgendwelchen Talkshows oder. Ja, wir schauen halt eben hin im Gegensatz zu anderen Parteien. Wir sehen hier dieses ganze Elend in Deutschland, die ganzen Flüchtlinge und alles, was uns hier so zerstört und bla bla bla. Ne? Und Moslems und hast du nicht gesehen und gegen wen ihr da alles pestet. Da wendet ihr ja auch dieses Prinzip an, indem ihr sagt, wir wollen ja hinschauen und nicht wegsehen. Und genau das tue ich jetzt auch. Fernab von aller Satire. Ich spreche jetzt auch nicht als der Sivi, ich spreche jetzt als Timo Siebert, die Person hinter der Kunst-Satire-Figur der Sivi. Und eins kann ich euch sagen, auf Grundlage dieser Texte hier, insbesondere im Fall Jatta ist die Faktenlage eindeutig, dass mit den medialen Hilfstruppen, ne, aber auch hier mit irgendwelchen Dagobert Duck und so weiter, gut möglich, ne, dass man da Geld irgendwo hin und her geschoben hat. Das, Freunde, ist nach meiner Rechtsauffassung, ja, ganz klar
eine strafbewehrte Handlung, die ihr da durchgeführt habt. Und aufgrund dessen habe ich auch bei der Staatsanwaltschaft Hamburg Strafanzeige gegen euch erstattet, liebe AfD-Bezirk Hamburg-Eimsbüttel. Und zwar für alle in Betracht kommenden Straftatbestände aus euren Texten heraus. Ja, liebe HSV-Fans, wie habt ihr das erlebt, die ganze Thematik rund um Bakary Jatta? Wie erlebt ihr es vielleicht immer noch? Was sind da so für Gespräche bei euch gelaufen? Was sagt ihr zu solchen Sachen hier? Schreibt es unten in die Kommentare, ich bin gespannt. Und ich hoffe natürlich, dass so etwas sich in Fußball-Deutschland nicht nochmal wiederholt. Weil wir dürfen nie vergessen, auch bei aller Sportbegeisterungsliebe und so weiter, Fanliebe und, es sind immer noch Menschen, die da auf dem Platz stehen. Egal wie viel Geld sie verdienen, egal von wie vielen Leuten sie befeuert werden, egal wie groß deren Fanbase auch sein mag, es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die auch nur eine Seele haben, die ganz schnell mal vernarben kann. Da krieg ich so Blutdruck, doch!